Fabio kam in diesem Moment als letzter Kandidat heran, ging hinein Seite Mont General. Dahinter sehen wir dann an der Außenseite Marunas, an der Innenseite Larsen Bay und auch Diplomat, der ist sehr heftig in den Händen von André Best. So geht es die Gegenseite hinunter, bei alles andere als schneller Fahrt zeigt Campitello den Weg an der Innenseite Mont General in zweiter Position. Außen sehen wir Fabio, dann die Gruppe mit an der Außenseite Diplomat, innen davon Pourquoi Pas, dann sehen wir Marunas und Larsen Bay am Ende des Feldes. So ging es über den Übergang ausgangs der Gegenseite in Richtung des Schlussbogens. Campitello zeigt den Weg bei nach wie vor ruhiger Fahrt vor Fabio. Dahinter sehen wir Mont General an der Innenseite, an der Außenseite ist es dann Diplomat. Dahinter Pourquoi Pas vor Marunas, der ein wenig Schwierigkeiten hat, hier um die Ecke zu kommen, und Larsen Bay bleibt am Ende des Feldes. So geht es in Richtung der Zielgeraden und Campitello marschiert an der Spitze weiter. Campitello führt mit 2,5 Längen, dahinter Fabio, Mont General macht Bodengut, Pourquoi Pas, an der Außenseite Diplomat, Marunas und dann ist es Larsen Bay. Knappe 400 Meter bis zum Pfosten sind es noch und da kommt sofort die Attacke von Fabio. Fabio mit Pourquoi Pas an der Außenseite Mont General, dahinter versucht Diplomat auf Touren zu kommen, ganz an der Innenseite ist es Marunas, 6 Pferde hier mit Siegchance, Fabio geht nach vorne vor Pourquoi Pas, zwischen den Pferden Mont General, an der Innenseite ist es Marunas, Marunas an der Innenseite mit Fabio, Mont General und an der Außenseite Pourquoi Pas, Marunas an der Innenseite hat den größten Schwung beim Lebensdebüt, Marunas mit Daniele Porcu, Marunas gewinnt, dahinter ist es Fabio auf Platz 2, Mont General wird drittes Pferd und dann Pourquoi Pas.